Jo Leute, willkommen zum Wunschvideo von heute und das ist Killing Room und Killing Room haben wir, glaube ich, schon wieder ewig nicht gespielt. Wir starten mit der Wespe und das ist ein scheiß Item zum Start. Höhe 187 cm, ja ungefähr passend, Gewicht 70 kg, der hat das gleiche Problem wie ich auch, ist nämlich zu dünn. Und wir starten mal direkt rein. Wie immer oben rechts in der Ecke die Infokarte zum Wunschvideo von The Morgen. Einmal draufklicken und dann abstimmen, was für ein Video kommen soll. So, wusstest du, dass dies vermutlich der letzte Ladebildschirm ist, den dieser Charakter je sehen wird? Das ist ziemlich unwahrscheinlich, dass ich auf der ersten Ebene sterben werde. Wenn doch, dann wird das ein ziemlich kurzer Run. So. Ratter, 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 ratter. Schwierigkeit haben wir noch 0%. Die geht gleich hoch, keine Sorge. Sag ich doch. 9 und... Na, wie viel hat's am Ende? Der lädt immer so ruckelig, möchte ich einmal anmerken. 18%. 18% ist für die erste Ebene schon ziemlich hardcore. So, zack und zack. Und Pistole erstmal nehmen. Ach, warum denn so... Gimme, gimme some. Jawoll, schön. Erstmal direkt den ersten Raum rapen und dann gehen wir mal weiter. Zack, zack. Okay, Moment. Wir machen das anders. Okay, jetzt habe ich... Moment. Zwei. Und jetzt müssten die alle One-Hit sein. Ha! Genau so sollte das aussehen. Erstmal ein Shop. Erstmal holen wir uns den Shop. Oder auch nicht. Die blöden Mistviecher. Kriegen die auch Punktabzug, wenn sie auf den Roboter schießen? Wahrscheinlich nicht. Und wenn, dann ist es ihnen egal. Schrotze. Ach stimmt, wir haben jetzt gar nicht geguckt. 9,5 Verteidigung, 38%. Ausdauer, 27% Schnelligkeit und 46% Gesundheit. Komm, gib was Gutes. Yo! Geil! Richtig geil! Ist eigentlich vollkommen egal. Wir nehmen jeden Automaten mit, den wir kriegen können. Okay, Moment. Oder, das wird ein sehr kurzer Run. Und, sterben wir. Das ist unerwarteterweise gut gegangen. Scheiß drauf. Doch verschissen, ganz ehrlich. Wir haben 80 Beliebtheit. Hey, das hat funktioniert. Ich bin mittelschwer begeistert. Und wir haben Kohle bekommen. Hopp. 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 Ja, ich zeig die ganze erste Ebene. Einfach weil sie so wie... Moment, ist das... Ach nee, das ist das. Naja, das Ding ist scheiße. Moment, wir machen das anders. Wir machen das so. Das Ding, was wir jetzt gerade gefunden haben, ist scheiße. Feste.
Das ist ziemlich nice. Oh, Moment. Und Triple Kill. Einmal die, dann hat die wieder, dann ist die voll. Oder zumindest gut gefüllt. Unwahrscheinlich, dass der erste Boss mich so hart raped. Also von daher nehme ich den Mist mit. Da werde ich wahrscheinlich tierisch bereuen, aber ist unwahrscheinlich, dass der mich kaputt kriegt. So. Und hi. 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 Hallöchen. Und ha. Erledigt. So. Also wie gesagt. Mal gucken, ob ich viel schneide in der zweiten Ebene. Die erste werde ich auf jeden Fall komplett drin lassen. Oh, sehr schön. Die doppelläufige Schrottflinte ist verheerend für deine Gegner. Haha, du richtest mit der doppelläufigen Schrottflinte 50% mehr Schaden an. Das ist mega stark. So, Tod durch Schrott. Plus ein Schaden, das ist mega verschwendet. Gut. Ja, nehmen wir. Eigentlich gehe ich da mit den Items, die ich jetzt gerade habe, besser auf Angriff. Machen wir das und machen wir das. Dann gehen wir da einmal hoch, wieder auf Max und gehen wir da hoch auf 15. So, und weiter geht's. So, weiter geht's mit Ebene 2. Ach, direkt ein Frosty. Ich hasse euch, ey. Euch Mistviecher, ne? Ihr seid die Schlimmsten. So. Zack, erledigt. Da möchte ich eigentlich direkt rein. Okay. Pisser! Moment. Einmal. Der muss sterben! Meine Güte, ey. Ist der mir jetzt auf den Sack gegangen? Ich habe eine super kleine Fläche, wo ich mich nur bewegen kann hier. Und dann der mit seinem blöden... ich spuck dich an und du gefrierst. Das ist mega nervig. So. Vor allem jetzt ist auch die Frage, was machen wir in dem Run? Was werden wir in dem Run machen? Ich werde natürlich auf jeden Fall versuchen, hell zu halten. Also... Ich würde gerne Held bleiben. Aber die Sache ist halt... Das ist irre schwierig. Jawoll! Es gab doch schon mal wieder gut Punkte. Zack. Und... Und Raum komplett. Zack, zack. Nein, werden wir nicht spielen. Ist mir egal. Also, das Glücksrad, das habe ich mir abgewöhnt, weil ich sterbe eigentlich immer. Ich sterbe eigentlich immer an dem Ding.
Und wenn nicht, kriege ich zwei schlechte Items irgendwie. Ich kann nicht mehr zielen und ich bin mega langsam oder ein Krüppel oder ich sehe nur noch auf einem Auge oder irgendwas. Und das hier ist eine Falle. Ist das die Falle, die ich glaube, dass es ist? Nee, es ist nicht. Stimmt, das war auch, glaube ich, erst im späteren Verlauf. Okay. Was bist du denn? Oh! Oh! Und ich brauche unbedingt Ausdauer. Lucky me. Okay. Ich weiß noch nicht, wo ich den ersten gekillt habe, aber den zweiten habe ich auf jeden Fall schon mal gut gekillt. Okay. Jawohl, da war ein Double Kill. Einmal hier nachladen. So. Lasse ich diese blöde Rennerei jetzt drin? Wahrscheinlich ja. Ich werde dieses Mal wahrscheinlich mal so einen kompletten Killing Room Run zeigen. Weil im Moment finde ich den sogar relativ interessant und ich muss wenig zurücklatschen. Wobei ich jetzt. Das hätte ich vielleicht. Obwohl, nee. Ich konnte zwar nicht wissen, aber. Das ist gar nicht mal schlecht, dass ich das jetzt. Erst mache. Shit. Etwas daneben geschossen, würde ich sagen. So. Und jetzt. Ach, ärgerlich. Hat er gehofft. Wie geil. So, einmal das nachladen, einmal die ist nachgeladen, einmal die nachladen und einmal die Tür öffnen. Stimmt, Shop. Oh yeah, Baby. Gimme some. Du verwandelst dich in ein blutsaugendes Monster mit coolen Eigenschaften wie gesteigerter Sexappeal und glänzender Haut. 10% Chance, von jedem getöteten Gegner eine Gesundheit zu bekommen. Unlucky me. Unlucky me. So. Nein, mit der Box habe ich heute irgendwie wohl Pech. Keine Ahnung. Ich möchte es nicht riskieren, weil im Moment fühlt sich der Run noch ziemlich oder wieder ziemlich gut an. Und ich möchte ihn nicht kaputt machen, indem ich jetzt da greedy werde. Weil wenn ich die dritte Ebene schaffe, und da immer noch so viel an Beliebtheit habe, dann wird das auf jeden Fall ein guter Run. Weil ich dann sechs gute Items habe und so viele schlechte gute Items gibt es nicht. Schlechte gute Items. Ihr wisst, was ich meine. Ja, okay. Okay. Heute wollen sich echt alle gegen mich verschwören, aber zumindestens hat das gerade eben nicht so stattgefunden. Ach nee, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Nicht im ersten Raum jetzt. Ey, ich sag's ja. Heute ist nicht mein Tag. So.
Wer sich fragt, warum ich keinen Schaden bekommen habe von der Explosion, natürlich ist das ein anderer Lauf jetzt und ich habe herausgefunden, es gibt ein Item, das wie Pyromaniac in Isaac funktioniert. Für alle, die kein Isaac gucken, Pyromaniac ist eins der coolsten Items, das einfach mal immun gegen Explosionen macht. Und sowas gibt es auch hier. Ups. Okay. Zusätzlich dazu haben wir noch einen irre hohen Crit-Wert und eine Genauigkeit von 100%. Weil ich glaube, ich somit jedes Item bekommen habe. Also ich habe einfach jetzt aus Frust habe ich alles mitgenommen, was ging und hatte zweimal riesen Luck. Ups. Hab mir mein Ansehen leider in der zweiten Ebene wieder so ein bisschen versaut. Also ich konnte gar nichts dafür. War halt nichts da, womit ich es aufrecht halten konnte. Aber ihr seht es schon. Wir haben die Shinigami-Augen. Das heißt, ich sehe, wie viel Health meine Gegner haben. Das nutze ich gerade, um die so weit runter zu schwächen, dass ich jeweils nur noch einen Schuss brauche. Oder auch mehrere. Ich hätte runtergehen sollen und durchrennen sollen. Naja, egal. Wie so ein Berserker hätte ich das machen sollen. Okay, da ist er. Ich wollte gerade sagen, ich kenne den Raum. Ich weiß, dass hier um die Ecke immer irgendwo so ein blöder Wurm dann wartet. So. Die Shinigami-Augen sind aber auch ein guter Indikator für... Oh. Sind ein guter Indikator für, wo ist der Gegner. Hallo. Perfekt. Zumindest ein Doppelkill. Und hopp. Hopp. Moment. Wir gehen hier hoch. Moment. Wir gehen hier. Shit. Ich komme da nicht hoch. Ich will da aber hoch. Und... Ach, scheiß drauf. Ups. Nee, der sollte nicht sterben. Aber teilweise... Toll. Ach, verreck doch einfach dran. Du Arschkrebs! Aber da haben wir einen Lucky Penny gefunden. Wobei, es gibt ein Christmas Gift, das 5000 Gold. Ist das hier Gold? Oder sind das Dollar? Ich habe keine Ahnung. Okay, Moment. Zack. So. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ist sie das? Das ist sie. Oh mein Gott. Ja. Nee, das ist sie nicht. Sorry, aber... Du musst auf jeden Fall weichen. Weil... Oh mein Gott. Schrotflinte. Schrotflinte. Oder ist sie das doch? Ah, ich bin mir gerade nicht sicher. Wie viel ist einmal... Ach komm, scheiß drauf.
Ach. Okay. Das und das und weiter geht's. So, zack, zack. Zack, zack. Und okay, schade, das hat nicht funktioniert. Und hab, und hab, und hab. Jawoll! Zack. Und natürlich musst du in dem Augenblick nicht nur nachladen, sondern auch der andere wacht wieder auf. Wunderkind. Dir fällt das Spielen leicht, nicht wahr? Du bekommst nach jedem Level einen Zusatzpunkt in Charakterkategorie. Charakterkategorie, welche war das? Das war die hier, ne? Oh, das ist gut. Oh, das ist gut. Oh, das ist gut. Das wird richtig geil. Wir rutschen nur gerade so ein bisschen weit runter mit der... Ja, ich hab's... ich hab's kurz vorher, hab ich sie noch gesehen gehabt, aber da war es schon zu spät. Nein, definitiv nicht. Okay, Moment. Wir machen das so. So. Und... eigentlich hätte ich auf die zielen sollen... Eins. Und. Und Double Kill. Ach, schade. Wir könnten ein Bad Item nehmen für mehr Popularität, aber ganz ehrlich. Dann kann ich nachher irgendwie nicht mehr zielen oder guck komisch oder irgendwie sowas. Das möchte ich ehrlich gesagt nicht. Und vor allem nicht, wenn mir sowas geschenkt wird. Perfekt. Moment, hopp, hopp. Und ja, man hat es schon gesehen, da möchte ich... gerne eine Waffe loswerden. Es gibt noch die eine oder andere Waffe, die durchaus sinnvoll wäre zu holen. Muss man halt so ganz profan sagen. Hä? Musste ich dafür jetzt bezahlen? Nee. Nee, glaube ich nicht. Zack, zack. Und drüber. Kurz ausruhen. Meine Ausdauer ist nämlich noch nicht so geil. Dafür hat er sehr viel Verteidigung. Ich glaube, 20 habe ich jetzt inzwischen. Wobei ich halt Verteidigung gepusht habe. Komm schon direkt dran. Komm schon direkt dran. Oh mein Gott, hat das Damage gedrückt. Oh mein Gott, hat das Damage gedrückt. Oh mein Gott, hat das gerade Damage gedrückt. Boss getötet, plus 5. Ja. Schlüssel. Komm, ich hatte dann zwischendrin nochmal einen kleinen Run. Aber da bin ich in der zweiten Ebene gestorben. Weil ich sogar zu greedy wurde. Also, den hätte ich eigentlich weitermachen sollen. Den hätte ich nicht so beenden sollen, wie ich ihn gemacht habe. Weil da bin ich auch in diese komische Kabine gegangen. Hatte unendlich Schlüssel. Und Vampirjäger, also Van Helsing. Ups. Haha, ich hab Schild.
Und gehe dann wirklich hin und gehe in die Telefonzelle. Das war einfach nur dumm. Ach du Scheiße. Ja gut, weiß ich wenigstens, was ich ablege, sobald ich eine Waffe finde. Weil das hier ist eine Krankheit, das ist keine Waffe, das ist wirklich nur eine Krankheit. Gimme, gimme some. Zack. Aber ich finde, Genauigkeit von 100 ist schon gar nicht mal so verkehrt. Bong. Haben maximale Gesundheit und gehen mal rein. Plus 50% Heilung, minus 10% Ausdauer. Von 7 von 9 Ärzten empfohlen, Nanobugs knabbern dich an, aber nur äußerst langsam. Und dafür scheinen sie eine Art Stammzellen aus, die dich unter bestimmten Umständen schnell heilen können. Ja. Geil. Ich glaube, wir gehen einfach nur auf Damage, weil kritisch ist einfach so asozial weit hochgegangen. Gehe ich gnadenlos, glaube ich, auf Verteidigung. Ja, wir gehen gnadenlos auf Verteidigung. Und da gehen wir dahin. Also, dann bis gleich. So, und dann weiter Action. Meine Lieblingsebene. Habe ich, glaube ich, schon mal gesagt, dass ich diese Ebene absolut hasse. Oh. Gut, dass ich so einen Verteidigungswert habe. Und zack. Habe ich sie? Habe ich. Beide eingefroren. Okay, Doppelkill. Für mich war es eigentlich ein Triple Kill, aber okay. Wenn Chef sagt, das ist so, dann ist das so. Zack, einmal hier durch, einmal hier durch. Wo ist er? Ah, da sind sie. So, ich musste jetzt einfach mich darauf fokussieren, ihn erst zu killen. Es ist mega nervig hier. Moment, ich bin doch immun gegen. Oh yes. Genau so sollte das ablaufen. Nicht. Da ist noch einer dahinter. Zack. Und hopp und hopp und hopp. Oh ja. Und nee, kein Better, kein Better. Eins, zwei. Die brauchen echt zwei Schuss. Ach so, ich dachte, er lädt nach. So. Haben wir Lack? Du läufst die ganze Zeit. Okay, ich brauch kein Shift mehr gedrückt halten. Das hat Vorteile, habe ich mir sagen lassen. So, nee, im Endeffekt ist das echt ein Nachteil. Deswegen hat er auch Shit gesagt. Das Ding ist wirklich ein Nachteil. Aber ich sag mal, es ist jetzt nicht so ein krasser Nachteil. Dadurch, dass ich. Habe ich den Flow in dem Run? Muss ich ja, sonst würde ich ja Ausdauer verlieren. Wenn ich hier runterfalle, macht das Aua. Ha! Geschafft!
Hi. Zack. Zack. Tür auf. Es wird mega nervig mit permanent rennen. Einfach da hinschmeißen. Ich mache einen riesen Berg und zack. Und ab und ab und Rage. Achso, ich muss ja nicht rennen. Und das für Geld? Nein. Dein Ernst? Ich halt trotzdem Shift gedrückt, fällt mir mal auf. Einfach aus Gewohnheit. Mache ich bei Dead by Daylight auch super oft, dass ich da Shift gedrückt halte. Oder in Paladins habe ich das auch super oft, dass mir auffällt, du brauchst kein Shift drücken, Junge. So, möchte ich durch die beiden Fallenräume zurück? Nein, möchte ich nicht. So. Ich weiß auch nicht, also das ist halt so ein Ding. Ich weiß, welches ist. Nein, 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 nein. Shit, ich hätte einfach da stehen bleiben. Okay, das wird mega nervig mit permanent rennen. Hopp. Oh. Okay. Nein, 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 nein. Verreckt bitte dran. Moment! Ich bin gegen Explosion immun. Der kann mich mal. Ha? Deine Kugeln sind wesentlich durchschlagskräftiger. Das heißt. Durch den teleportiere ich mich auch wieder zurück. Kann euch sicher sein. Haben die das wieder gefixt, dass der keinen Schaden mehr kriegt dadurch? Okay. Finde ich cool. Weil, nee, durch den Raum wollte ich nicht mit permanent rennen wieder durch. Permanent rennen ist schon eine Schwierigkeit. Muss man halt ganz einfach so sagen. Jawohl, Triple Kill. Und perfekt genutzt, würde ich mal sagen. Das war ein Crit, würde ich sagen. Eins, zwei. Kannst du mal bitte aufhören, wegzurennen? Danke. Ich wollte eigentlich noch einen Triple Kill, aber ist egal. Einmal hier nachladen. Und. Ups. Willkommen zurück, alter Freund. Erwischt. Header. Stimmt, die sind durchschlagskräftiger. Heißt das, die machen jetzt mehr Schaden oder ich kann durch Wände schießen? Warlock confirmed, würde ich sagen. Zack, zack. Doppelkill. Und zack. Und einmal da nachladen. Und während wir da laufen.
Weil hier ist ja nichts gewesen. Achso, stimmt ja. Wir rennen ja permanent. Boah, ich glaube, das wird beim Boss mega ätzend. Ich muss mehr springen. Weil ich keine Ausdauer beim Springen verliere. Es ist nicht immer so, das ist ein Item. Nochmal so am Rande. Das ist der Floh. So, Action. Und ich vergesse immer, das ist der Schneemann? Ah, nee, das ist das, Ja, die sind mir egal. Die sind mir egal. Komm, komm. Okay. Wo war denn jetzt eine Falle? So. Wo ist die denn jetzt hergekommen? Haben sie den stärker gemacht, dass der, wenn der einen trifft, eine Falle spawnt dadurch? Okay, der ist nicht so einfach zu dodgen wie der aus der ersten Ebene, finde ich. Und ich bin tot. Wow, der hat echt Schaden gedrückt. Offensichtlich. Eigentlich verliere ich gegen den Boss nämlich nicht. Mann, heute ist nicht mein Tag. Naja, gut, passiert. Shit happens. Leute, was euch gefallen hat, lasst ein Like da, würde mich auf jeden Fall freuen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Dead by Daylight. Bei Dead by Daylight. Bei Killing Room. Haut's rein. Bis zum nächsten Mal. Und ciao, ciao.